Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exas und in diesem Video gibt's den Wochenloot. Wie jeden Montag zeige ich den Wochenloot. Einmal Dämmerung. Ich mache Dämmerung nur noch ein einziges Mal, denn ich bräuchte sie eigentlich gar nicht mehr. Ich mache das Video eigentlich nur für die Community, dass die wissen, wo sie stehen müssen, dass die Leute, die nicht ganz so bewandert sind bei der Dämmerung, eigentlich wissen, wie, was, wo. Mache ich immer am Dienstag noch das Dämmerungsvideo. Ich selbst brauche da gar nichts mehr groß, aber Loot ist Loot, Loot ist gut, sozusagen. Man sieht jetzt gerade, wir haben in den Raid gewechselt, da gab es geisttechnisch leider keinen 320er. Es ist halt so, ich habe ja schon einen 320er, Gott sei Dank, dank dem Event. Der Raid aber gibt mir keinen 320er, ich bräuchte noch zwei für die anderen Accounts, Accounts für die anderen Chars, damit die auch noch einen 320er Geist haben. Momentan hat nur der Jäger das, aber gut, das sind Luxusprobleme. Dann der liebe Golgoroth, die Challenge war ja da aktiv, das heißt, wir haben den umgenietet drei ganze Male. Ich habe es ein bisschen unclever geschnitten, kann ich das so sagen? Doch, wahrscheinlich schon. Ich habe es einfach so geschnitten, wie es bei mir im Programm drin ist, also nach und nach. Ich habe es nicht sortiert. Aus diesem Grund sieht man jetzt Golgoroth, dann nachher Truhe, Hexe, wieder Golgoroth, Truhe, Hexe, immer so. Naja, ist egal. Man sieht ja, was ich gekriegt habe. 320er Füße für den Titan, da bin ich sehr froh drum, dass der auch noch ein bisschen im Lichtlevel steigt. Das passt ganz gut. Und ja, ich habe die Teile, die ich halt nicht mehr brauche, habe ich irgendwo rein infundiert. Man sieht es hier, ich infundiere die Dinge dann gerne in PvP-Gegenstände rein. Das ist eigentlich für Osiris sehr, sehr gut. Höheres Lichtlevel bedeutet, dass ich teilweise ganz knapp noch dem Schaden entkomme und überlebe. Aus diesem Grund bin ich immer erpicht darauf, da noch hoch zu infundieren, was PvP betrifft. Oder ansonsten PvE. Ja. Gut, dann geht es weiter. Wir hätten hier die schöne Truhe, die Exolut versprechen könnte. Aber es gibt auch Runen raus. Da bin ich auch froh drum. Dann die Hexen. Hier hoffe ich noch auf den 320er Klassengegenstand. Aber Fortuna ist eine. An dieser Stelle müssen wir leider zensieren. Die will mir das nicht geben. Für alle, die nicht wissen, was Fortuna ist, das wäre die Glücksgöttin. Einfach, dass ich das auch mal gesagt habe. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, hä, was? Wer ist Fortuna? Ist das deine Freundin? Nein, Fortuna ist definitiv nicht meine Freundin. Das wäre die Göttin des Glückes, wenn ich mich nicht irre. Und ich brauche sie meistens als Beispiel, wenn ich Pech habe, dass Fortuna mir nicht hold ist, sozusagen. Mann, das klingt auch alt dahergelaufen. Naja, also nochmal Golgoroth. Der gute Herr gibt viel Loot, man hat es gesehen. Gute Gegenstände, Rüstung, da war ich sehr froh drum. Kann ich immer brauchen, kann man viel hoch infundieren. Wenn Golgoroth dran ist, bin ich immer sehr froh. Dann nochmal die Hexen mit dem Warlock. Hier leider auch nur ganz normale Gegenstände. Man sieht's, kein 320er. Und Fortuna war mir nicht hold. Jetzt wissen alle, wer Fortuna ist. Ja, genau, das ist doch deine Freundin. Nein, das, nein, nein, du hast nicht zugehört. Also, gut, dann hätten wir nochmal Golgoroth natürlich. Eine gute Golgi hat mir aber sogar noch Exo gegeben, hat gesehen, eine Schmähung ist da noch rausgeploppt. Ich vermute auf 3.10. Jawohl, die habe ich dann zerstört, brauche ich nicht mehr, sind jetzt schöne exotische Bruchstücke. Gegenständstechnisch, man sieht, ist okay, kann ich damit leben. Das, was ich nicht brauche, das wird einfach in Marken umgewandelt. Aber, ja, die kann ich dann ja wieder in Rufpunkte umwandeln. Weiß ja mittlerweile jeder, wie das funktioniert, habe ja ein Video dazu gemacht. Dann wieder die Truhe. Leider kein Exo, aber ich brauche ja auch keine Exos mehr. Ich warte eigentlich noch auf das Update für die neuen Exos, dass ich mich wieder bemühen kann, exotische Gegenstände zu kriegen. Aber irgendwie möchte das nicht so recht mit dem Update. Naja, wir haben ja Zeit. Dann aus Spaß, weil die Community gefragt hat, haben wir noch den guten Crota besucht, der Sohn von Oryx. Oryx haben wir nicht getötet, aber seinen Sohn dafür. Denn wir waren ziemlich schnell mit dem Raid durch. Und habe ich das jetzt wirklich zweimal reingeschnitten? Ah, ich lasse es drin, so wie es ist. Nun, eben Crota gekillt. Naja, jetzt dann bald. Würde auch Sola.
Genau, doch, stimmt, Sola. Würde auch Sola gehen. Sola ist die Abkürzung für Solo Crota. Den einfach so umzunieten. Gegenständstechnisch ist es halt einfach gut, hier diese Leuchtenergie und Leuchtbruchstücke zu kriegen. Denn das gibt Lichtpartikel und Lichtpartikel können in Rufpunkte umgewandelt werden. Und Rufpunkte bei den Fraktionen können exotische Klassengegenstände geben. Und ja, da blende ich sonst in der Infokarte noch alles ein, was ihr an Infos braucht, für alle, die nicht wissen, von was ich spreche. Tja, hier geht's ruckzuck mit den Energie- und den Bruchstücken, wie man sieht. Das gab dementsprechend viele Lichtpartikel. Dann der feine Herr noch einmal. Und zu meinem Erstaunen, Krux von Crota. Den habe ich jetzt insgesamt zweimal gekriegt in meinem ganzen Leben. Dann haben wir noch diesen Herrn hier besucht. Das ist Skulas, für alle, die ihn kennen. Weil wir eben auch beim Raid von Crota ziemlich schnell durch waren, haben wir gesagt, wir besuchen doch den lieben Skulas noch. Da können wir ein bisschen in alten Zeiten schwelgen mit ihm. Haben ihn umgenietet, so wie es sich gehört für die alten Zeiten, runter in das schöne Verlies, beziehungsweise die Schatzkammer oder was es auch immer ist. Und hier auch nur wegen den seltsamen Münzen und die Lichtpartikel, weil ich auch das Ganze umwandeln kann in Ruf. Also man merkt, ich mache eigentlich alles nur noch für den Ruf. Und das Ganze ging so gut, dass wir gesagt haben, wir machen das dreimal, wenn wir schon dran sind, ne? Und haben ziemlich viele Gegenstände gekriegt hier. Hier sieht man auch gerade schön, dass es aus der großen Truhe wirklich immer drei seltsame Münzen gibt und aus den Truhen nebendran teilweise noch was. Und wie wir es jetzt dann gleich nochmal sehen, Truhe links, Lichtpartikel, Truhe rechts, Münzen und hier gibt es wieder drei. Also eine gute Methode, um Münzen zu farben, wenn man das bräuchte und müsste. Dann, wenn wir schon bei Haus der Wölfe sind, dann haben wir noch den Varix. Der gibt mir jede Woche Loot, weil ich da Stufe 2 oder Stufe 3 oder Stufe 4 bin. Und dann gibt es da so ein Paket raus, ein Stufe 3 Paket, ein Stufe 2 Paket. Man sieht, loottechnisch, hier kriege ich viel mehr raus bei Rang 3. Das heißt, es lohnt sich absolut, da die Arena noch zu machen und Varix zu leveln, um einfach gratis Rohstoffe zu kriegen jede Woche. Schadet ja nicht. Die ätherischen Lichter kann man dann spenden bei der Königin. Wenn man dann Ruf steigt, kriegt man noch einen Schatzschlüssel raus vielleicht. Und so ergänzt sich das Ganze dann immer ein bisschen. Wer übrigens nicht weiß, was er mit den Rüstungskernen und den Waffenkernen machen kann, die kann man bei Varix umtauschen gegen Waffen und Rüstungen, kann die dann zerlegen und kriegt hier Lichtpartikel raus. Auch wieder eine kleine Methode, um an Lichtpartikel zu kommen. Und wenn wir schon bei Paketen sind, dann machen wir noch die Fraktionspakete auf. Ich habe ja versprochen, die noch mit reinzunehmen hier. Das habe ich gemacht. Ich bin ja fleißig am Leveln. Jede Woche sieht man, wie die Fraktionen immer ein bisschen hoch gehen. Ich glaube, vorletzte Woche war ich hier mit dem Jäger bei der neuen Monarchie noch bei Stufe 3 oder so. Also seltsame Münzen, Lichtpartikel, Rohstoffe, alles wird da einfach in Ruf reingedrückt und rein investiert. Hauptsache, ich komme da schnell vorwärts. Na gut. Schmelztiegel und Vorhut, wenn ich da noch einen Ruf steige, dann zeige ich das selbstverständlich auch. Vielleicht gibt es da ja geilen Stuff raus, man weiß es ja nie. Aber die meiste Zeit nicht. Schwere Munitionssynthesen spenden, die kann man ja mit Lichtpartikel bei Xur kaufen, habe ich ja gezeigt im Video. Das mache ich ja auch regelmäßig. Ich wende das ja selbst auch an, ich mache ja nicht Videos, die ich selbst nicht anwende, das ist ja Quatsch. Oder angewendet habe oder anwenden werde, also ja, ich glaube, spricht für sich selbst. Dann Osiris, das liebe Osiris am Wochenende. Zuerst mal die Beutezüge, das ist auch wieder seltsame Münzen, Lichtpartikel und Marken. Also man merkt, alles was man macht, gibt irgendwie etwas in diese Richtung und das alles könnte man wieder investieren in Rufpunkte. Für alle, die nicht wissen, was soll ich machen in Destiny? Ja, Fraktion leveln. Damit man da an die Exos rankommt. Die sind teilweise sehr schön und die Animation beim Spawn ist auch sehr schön, aber eben, wenn ihr mehr Infos braucht, in der Infokarte habe ich das noch verlinkt. Dann der Wasserstern. Ich bin kein Fan vom Wasserstern. Und die Telesto. Man sieht, da gibt es auch Exo-Loot raus. Dann machen wir das Zeugs weiter auf.
Es ist so schön, die Lichtpartikel zu sehen, wie die droppen. Einfach so, oh, 9 Stück. Ich meine, 9 Lichtpartikel. Das kann man so geil investieren. Ich bin nur wirklich... Ich gucke nur auf das momentan. Nur Rufpunkte. Rufpunkte, Rufpunkte, Rufpunkte bei den Fraktionen. Dann die Katzi, weil sie so schön ist. Tja, und zum ersten Mal blende ich wahrscheinlich die Sonne und nicht die Sonne mich. Für alle, die nicht wissen, wie der Shader heißt, ich blende ein Video ein. In der Infokarte ist der Aszendenten-Ebenen-Shader. In der Infokarte zeige ich, wie man an den rankommt. Gut, schöne Kerzen, schöner Loot. Loot-technisch mit dem Titan gab's für mich auf dem makellosen Merkur der Wasserstern. Viel Error. Der Wasserstern, zu meinem Erstaunen sogar, auf einem ziemlich hohen Lichtlevel. 320, das ist cool. Mit verbesserter Zielerfassung ist der vielleicht gar nicht übel. Ich habe ihn mal behalten. Dann ein zweites Mal mit dem Jäger. Falkenmond gab es für mich da raus. Das sind jetzt schöne Bruchstücklein. Und ein Scoutgewehr, die innere Lampe. Und hier hätten wir Doktrin des Sterbens. Die Waffe, die früher nicht ganz so gut war, aber seit dem Update extrem gut. Ich habe ja in meinem Video damals beim Review gesagt, ja, die Waffe ist okay, wenn Leute damit umgehen können, ist sie gut. Dann kam das Update raus und die Waffe wurde ultimativ stark, einer der besten momentan. Und dann kommen die Leute und sagen, oh, du sagst aber dann Review, dass die Waffe nicht gut ist. Ja, aber das Spiel wird ja die ganze Zeit geupdatet, Waffen werden verändert und alles. Das müsste ich ja immer wieder ein neues Video machen. Naja, gut, dass ich das auch noch angesprochen habe. Hier hätten wir noch 2 weitere Destiny-Videos auf der rechten Seite meiner Let's Plays. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, guckt vorbei und ich bin raus. Bis zum nächsten Video.